Hallöchen Freunde, da sind wir wieder bei Dead Space 1. Folge weiß ich nicht was und wir machen uns weiter ins Cockpit des Captains. Und ich fürchte, da kriegen wir ein bisschen Probleme mit unseren lieben Freunden, den Aliens. Was haben wir hier? Schema wieder. Anzug Level 3. Das... Ich will. Plasmaenergie. Ach komm, dann schmeiß mal die Plasmaenergie weg. Das will ich aber wirklich mitnehmen. Also das ist, denke ich mal, wichtig. So, hier haben wir anscheinend... Wie nennt man die Dinger nochmal? Fluchtkapseln oder sowas? Ich glaube, das ist sowas, ne? Ach, guck mal, der Kollege. Isaac, Mann, haben Sie mich erschreckt. Ich werde hier noch zum Schisser. Wir wurden von einem verdammten Asteroiden getroffen. Hören Sie, ich weiß, dass Kendra mir nicht traut, aber ich weiß wirklich nichts über einen Marker oder sonst was. Das hier sollte eine Reparaturmission sein. Ganz easy. Das Chaos da ist das Asteroidenabwehrsystem. Ich kann die Platinen halbwegs reparieren, aber die Hauptenergiezufuhr ist hinüber. Sie müssen die Energie manuell über mindestens 3 Verteilerkästen umleiten, um die Primärkanone zu aktivieren. Aktivieren Sie aber zuerst die Atriumaufzüge der Brückensecurity. Darüber erreichen Sie die Verteilerkästen. Ach, übrigens, Isaac, seien Sie vorsichtig. Ich habe da was gesehen, ich habe keine Ahnung, was es war. Habe es auch nur kurz gesehen, aber... Das war riesig. Gewaltig. Oh oh. Na gut, dass er das uns sagt. Das wird bestimmt ein Boss sein, schätze ich. Für den hebe ich mir vielleicht auch mal diese Strahlmunition auf. Oh, da oben liegt noch was. Da komme ich aber nicht ran, ne? Doch. Textlog. Das ist was längeres Logbuch des das ist einfach nur, wer alles da ist. Die ganze Besatzung. Ach, die Liste der Toten. Ach du Gott. Oh mein Gott, guckt euch das an. Eieiei. Na super, da wissen wir ja schon, was uns so ein bisschen erwartet. Wir sollen wieder in die Richtung, ne? Genau. Gibt ja hier nicht großartig Wege. Scheiße! Zurück! Ich dachte, der wäre tot, als ich die Kapsel verriegelt habe. Diese Scheißdinger sterben nicht einfach so. Ich wollte gerade sagen, das mit dem Licht war gerade ein bisschen auffällig. So, und ich wette mit euch, wir kriegen jetzt hier in dieser Hauptstation hier Probleme. Irgendein Vieh. Oder auch nicht. So, wir sind dahinter irgendwo. Guck mal da oben, diese Kammer, die sieht schon sehr auffällig aus. Die zwei dort oben. Na, ja, hab ich gesagt. Was ist das? Ihre Waffen schaffen es nicht durch die Panzerung von dem Ding. Schießt sie in den Rücken, Isaac. Den Rücken auch noch. So, das war noch gar nicht tot, das Vieh. Oh! Weg hier. Ich hatte keine Stase mehr, verdammt! Einen Moment. So, weg hier.
Ich mal kurz laufen hier ein bisschen. Damit ich hier ein bisschen Luft habe, anzugreifen. So schnell rum. Den Rücken ballern. Die immer noch nicht tot. Wie viele noch? Geht langsam die Stase aus, Freund. So ein Vieh will ich nicht nochmal begegnen. Allerdings gibt es hier ordentlich Kohle für. Das ist ja widerlich. Guckt euch das Riesenteil an. Boah. Und gerade rechtzeitig, ich hatte keine Munition mehr. Für die Waffe. Gut, dass wir jetzt noch ein bisschen Munition gefunden haben. Boah. Meine Güte. Das war ja ein Akt jetzt. Hier muss ich auch mal nachladen. Boah, so hier rein, ne? Isaac, mach uns wieder ganz. Was zur... das ist auf jeden Fall die aus dem Video, aus der allerersten Folge. Die ist doch nicht etwa hier, oder? Nee, ich befürchte eher, das wird eine Falle sein für diesen komischen Markerteil. Von hier. Ah, diese Munition, geil. Die brauchen wir auf jeden Fall. Und da ist noch eine Werkbank. Guck mal doch mal rein. So, den Rig, den würde ich nämlich gerne mal ein bisschen upgraden. Oh, wir haben 4 Knoten, Alter, Alter. Das Problem ist nur hier irgendwie... geht's hier nicht großartig voran, ne? Trefferpunkte bedeutet jetzt wie viel Watt? Geht nicht. Also ich muss erstmal hier 2 einfügen, damit ich hier unten ran kann. Okay. Jetzt einfach mal. So. Und damit haben wir jetzt ein bisschen Trefferpunkte. Plasma Cutter. Was können wir denn hier machen? Kapazität. Schaden. Ach, Schaden haben wir schon. Nee, haben wir noch nicht. Gut, machen wir hier mal noch Schaden drauf. So. Gehen wir mal weiter. Warte mal, da drüben oder was? Genau. Aufzugsteuerung aktivieren. Atriumaufzüge sind jetzt online. Und das ist jetzt wo? Ach, da hinten. Ach, das sind die hier. Richtig? Richtig. Und hier ist noch ein Videovlog. Das ist Meuterei. Ich bezichtige Sie alle der Meuterei. Kein Sorgen Sie dafür, dass Sie wieder zur Vernunft kommen. Beruhigen Sie sich, Ben. Haltet ihn fest. Nach Artikel 5469 des Marinerechts erkläre ich hiermit Captain Matthias für dienstuntauglich. Der Marker muss in die Kapelle gebracht werden. Terence, bitte! Es tut mir leid, Ben. Aber ich kann Sie das nicht tun lassen. Verräter! Ketzer! Haltet seinen Kopf! Mörder! Haltet ihn fest! Boah. Er ist tot. Sie haben ihn umgebracht, Doktor. Nein, es war ein Unfall. Ich musste ihn doch aufhalten. Nehmt den Doktor fest. Okay. Ja, Freunde, ich bin tot, ne? Ihr habt's gesehen.
so wieder in den Fahrstuhl. Ich weiß gar nicht, ob wir nach unten fahren. Ich glaube schon. Wenn man so der Anzeige Glauben schenken darf, dann fahren wir nach unten. Ganz schön weit nach unten, ne? Oh Gott. Was zur Hölle? Oh Gott, ich glaube, ich werde noch verrückt hier. Credits. Und das Gepiepse überall und so. Das ist langsam wird es ganz schön merkwürdig. Hier können wir speichern. Ich glaube, das nutze ich auch mal, die Gelegenheit. So, da liegt noch irgendwas rum. Ist das Credit? Oder? Hier ist ein Schema. Laserkanone. Eine neue Waffe. Ich glaube, den Flammenwerfer hätte ich sowieso nicht genommen. Wir müssen hinten rum, denke ich mal. Genau, da können wir auch erstmal hier reingehen. Das ist doch definitiv noch am Leben, das Vieh. Ja, mit mir nicht. So, da haben wir noch Stase, laden wir natürlich mal auf. Das ist zu, aber da ist noch was. Halt, war hier noch irgendwas? Nö, okay. Und hier noch Strahlmunition. Wie haben wir denn davon jetzt? 10 Schuss. Plus das, was im Magazin ist. Ich glaube, das waren 3 Schuss. Also 13 Schuss noch insgesamt. Okay. Die werden wir, glaube ich, auch noch brauchen später. Offenbar funktioniert ein Teil der Schwerkraftplatten nicht mehr, Isaac. Halte die Augen offen, ob du irgendwelche Verzerrungen siehst, die von unten kommen. Die könnten gefährlich sein. Isaac macht dies, Isaac macht das. Ich bin anscheinend hier der Trottel für alle. Und deswegen werde ich auch als einziger überleben, schätze ich. Nein. Oh. Guck mich so. Ich jetzt den Kopf weggeballert. Tatsache. Was war denn das jetzt? Also ich habe ihm nur den Kopf weggeballert, nicht alles andere. Das Vieh jetzt hier irgendwo durchgelaufen. Das da. Kann mich das töten? Jetzt habe ich ein bisschen Angst, weil der ist ja hier durchgelaufen. Okay. Anscheinend ist es tödlich, da durchzulaufen. Also Luftströme, die einen nach oben bringen hier. Hier komme ich jetzt hier irgendwie anders durch? Nee, ne? Und ich muss auch den Weg nehmen. Und hier gibt es nichts zum Ausschalten, also... Tja. Schau mal. Stirb! Wie viel die vertragen, diese Babys. Babyteile. Oh, hier muss ich auch aufpassen, dass ich hier nicht durchlaufe. Auch wenn ich dann später vielleicht mal verfolgt werde, immer schön aufpassen. Das könnte uns das Leben kosten. Wo denn? Ach, jetzt kommen die von dort. Naja, du kommst nicht weit, glaube ich. Okay,
Gehen wir mal hin, mal gucken. Oh, der hat den Weg geschafft. Kommst du hier durch? Oh, der ist ein bisschen schlauer, kann das sein? Ach, der ist schon tot? Jetzt vertragen die doch immer mehr Schuss. Was? Boah, der hat sich doch eben nicht mehr bewegt. Alter. Ja, stirb. Also echt mysteriös, diese ganzen Viecher. So, hier machen wir noch ein paar Schritte. So, schnell hinter. So. Jetzt können sie hierher kommen, von mir aus. Ja. Oh, nachladen. Na komm hier. Spring ruhig durch. Spring durch. Na. Das ist Schummeln. Nicht schummeln! Ich hasse diese kleinen Babys, ey. Krieg mir richtig Kinderhass, sag mal. So. Da ist Stase. Brauchen wir aber gerade nicht. Wie komme ich jetzt hier rum? Ach so, Dingens. Nese heißt es, genau. Das war das Wort. So, Stase, wie gesagt, brauchen wir noch nicht. Das war jetzt aber hoffentlich nicht noch so ein Riesenvieh, oder? Klang auf jeden Fall nach was Großem. Jetzt ein bisschen Respekt hier. Da hinten ist was. Was ist denn das? Ach, das sind nur Stromkabel oder was? Mal weg, bitte. Ach, verdammt, ich komme nicht hin. Geht das Ding noch? Na, lieber nochmal draufballern. So. Energieknoten. Jawohl. Toll. Jetzt kommen die also öfter, die Teile. Aber der war ja ein bisschen leichter jetzt, ne? Man muss halt nur ein bisschen drauf schießen eine Weile. Und dann läuft auch der Hase. So, und ich würde sagen, wir beenden erstmal die Folge und sehen uns dann in der nächsten. Ich bin mal gespannt, was uns da Schönes erwartet wieder an Gegnern. Naja, bis dahin. Tschüss!